Große Trauer um Alfio de Benedictis. Der langjährige Berlin-Tag- und Nachtdarsteller, auch bekannt als Fernando de la Vega, ist tot. Von 2011 bis 2017 steht er in der Serie in der Rolle des Fabrizio vor der Kamera. Wegen gesundheitlicher Probleme steigt er zunächst aus. 2020 kehrt er aber zeitweise wieder zurück. Nun macht die Produktion plötzlich seinen Tod öffentlich. Mit großem Entsetzen haben wir von dem Tod unseres langjährigen Weggefährten Alfio de Benedictis erfahren. Zu den Todesumständen ist bisher nichts offiziell bekannt. Alfios einstige Kollegen sind in großer Trauer. Pia Tillmann schreibt zum Beispiel: Ich bin schockiert und traurig, dennoch war es eine Frage der Zeit, dass diese Info kommt. Auch wenn dein Herz groß war, funktionierte es schon zu unseren Anfangszeiten bei BTN nicht immer reibungslos. Lutz Schweigel erinnert sich hingegen mit einer rührenden Bildershow an ihn. Fest steht, Alfio bleibt unvergessen.